kurz. Nimmt auf, okay. Deine Hose ist österreichig. Ja, ist okay, ist nicht schlimm. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Meeple. Okay. Ihr seht, heute, wir kommen gleich zum Punkt, es geht heute um eine Review zu Ankh. Gods of Egypt, den Kickstarter, all in. Wir haben die Playmat gar nicht mitgenommen, die haben die Playmat jetzt nicht hier. Wir haben das hier mal ganz dezent für euch aufgebaut, damit man sieht, welches Spiel es ist. Es ist schwierig zu erkennen, ich weiß, aber vielleicht kommen ja einige drauf. Wir kommen nochmal drauf, was alles drin ist. Wir nehmen es jetzt aber erstmal runter, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Gordon hat das hier Kraft seiner Wassersuppe alles hochgehieft. Wow, deine Sprüche sind halt wirklich ganz stark, wirklich super. Jetzt kann man das jetzt, wenn man sieht, an der Seite, aber ist auch egal. So, ja, also, was ist Ankh? Wollen wir ganz kurz übrigens noch sagen, das ist der dritte Teil von, was kam als erstes? Na, was kam als erstes? Oh, das wird jetzt peinlich. Rising Sun. Oh. Also, es kam als erstes Blood Rage. Ich möchte bitte, dass hier so ein dieses... Und dann alle machen. Ja, okay, machen wir. Also als erstes kam Blood Rage, dann kam Rising Sun und jetzt kam Ankh raus. Alle wurden auf Kickstarter damals gekickstartert und Blood Rage war auch ein großer Erfolg. Und ich glaube, daran wurden die dann auch bestärkt. Also Eric M. Lang hat die alle gemacht. Es sind alles Area-Control-Spiele. Und man merkt, dass sie insgesamt schon so ein bisschen aufeinander, also nicht aufbauen, aber schon, dass es ähnliche Spiele sind. Wir wollen heute so ein bisschen darüber reden. Braucht man alle drei? Welches ist vielleicht das Coolste? Lohnt sich Ankh? Darüber reden wir heute einfach mal. Es soll speziell schon um Ankh gehen, aber wir werden immer auch wieder auf die... Wir haben beide Vorgänge gespielt, mehrfach auch, und wir werden auch ein bisschen drauf eingehen, immer so ein bisschen Vergleiche muss man ja dann trotzdem ziehen, weil ja die Spiele auch schon sehr teuer sind, wenn man... Also wir haben, glaube ich, für das All-In inklusive Playmat 250 € bezahlt, also lasst euch nicht abziehen, wenn ihr das irgendwo kaufen wollt. Wir haben auch die Vorgänge, also wir haben ganz stark Gonzalo. Wir haben auch die beiden Vorgänger, also wir haben Blood Rage und Rising Sun. Und auch zu dem Preis muss man auch sagen, es war auch interessant jetzt auf der Messe, ne? Warum guckst du denn jetzt so? War das falsch? Ich höre dir zu gerade. So, hast gerade so skeptisch geguckt. Und auf der Messe haben wir Ankh auch schon stehen sehen, aber nur die, war das nur die Grundbox? Ja, die Grundbox als Retail gibt es jetzt schon. Genau, als Retail und auch mit unterschiedlichen Preisen. Ich glaube, der normale Retailpreis sind 95 €. Ja, und da glaube ich war von 80 bis 95. 80 bis 95 war alles dabei, also da... konnte man auf der Messe, wenn man jetzt da zum Beispiel war, konnte man da ganz gut zuschlagen. Ja, also Ankh Area Control Spiel. Was war denn das jetzt aber? Ich weiß nicht, irgendwas blinkt hier immer. Ich glaube, man hört es auch nicht so laut auf dem Dings. Also alles gut. Also Ankh ist ein Area Control Spiel. Jeder hat einen eigenen Gott in dem Fall, der auch eine bestimmte Sonderfähigkeit hat. Und ihr versucht euch auf einer Map von Ägypten halt in dem Fall einfach, man bettelt sich sozusagen und dann werden immer Events ausgelöst. Ihr habt immer in eurem Zug, um es ganz kurz zusammenzufassen, in eurem Zug könnt ihr relativ einfach... zwei Aktionen machen und solltet ihr dabei ein Event auslösen, dann passiert dann noch was anderes. So ganz grob zusammengefasst, wollt ihr nochmal eine Übersicht, dann schaut euch irgendein anderes Video noch dazu an. Grob müsst ihr wissen, Area Control, jeder hat eine eigene Fähigkeit als Gott, das ist wichtig zu wissen. Und sonst, wie man es auch so kennt von Blood Rage oder auch von Rising Sun, es gibt dann noch so Guardians in dem Fall, also so Sonderfähigkeiten, Monster, die Sonderfähigkeit haben, die ihr auf eure Seite holen könnt, die euch Vorteile im Kampf geben. Genau, und man kann auch die Gebiete auch neu aufteilen. Das ist, glaube ich, neu, weil das gab es genau, sonst ja. Nicht. Es also gibt genau drei Grundgebiete, dann gibt es verschiedene Szenarien, die aufgebaut werden und man kann quasi mit Kamelkarawanen, weil das ist der Lieblingsversprecher bei ja. jeder Partie gewesen, Kamelkarawanen, ja. kann man quasi die Gebiete neu teilen und kann seinen Mitspielern ordentlich ins Reinwirken, indem man da quasi nochmal irgendwie neue Grenzen zieht. Das ist neu, das war bei den anderen noch ja. nicht. Genau, und... Ja, kommen wir später nochmal drauf, was so spezielle genau, also Sachen angeht. Also das ist eigentlich auch schon alles, was man so grob dazu sagen muss. Mir fällt auch jetzt gerade gar nicht groß was ein. Es gibt unglaublich viele Miniaturen. Spielmaterial. Kommen wir sofort darauf. Spielmaterial. Kannst du gerne anfangen. Also Spielmaterial ist sehr hochwertig. Also die... Na gut, wir haben es jetzt... Wir haben ja, man muss jetzt hier wieder abwägen, ne? Also wir haben die Kickstarter-Version. Ja, wir haben die Kickstarter-Version und wir haben quasi alles als Upgrade. Also das, was Pappe ist, haben wir eben als... Plastetokens und wir haben auch Double-Layered Boards. Also die, na Double-Layered sind die nie wirklich, aber halt die Premium-Boards. Ja. Und wir haben eben... Das sind alles Stretch-Codes, ich möchte es einmal gesagt haben. Und wir haben auch im Vergleich dazu eben die normalen Boards und die sind wirklich auch so wieder A4-Seite Druckerpapier. Norm quasi.
Und genau, also da ist es auf jeden Fall schon, also das Material, was wir haben, das Kickstarter-Material ist richtig top, also da kann man wirklich nichts sagen. Genau, perfekt sieht oben drauf. Genau, und bei dem anderen glaube ich, also ja, wenn wir das jetzt nicht hätten, wäre es nur halb so geil. Und die Miniaturen, die sind auch richtig gut, ich habe auch davon schon ganz ein paar angemalt, die lassen sich auch wunderbar bemalen. Das Einzige, was ich bei manchen sagen muss, zum Beispiel bei diesen komischen Greifen, die mit diesen Flügeln, die haben einen unglaublich glatten Po. Also es, wer auch das vielleicht anmalen will, empfiehlt sich es bei den Figuren, die so Flächen haben, das vorher ein bisschen anzurauen. Weil da hält die Farbe nie drauf. Egal wie gut du grundierst, die haben so einen glatten Arsch. Ja. Kommt quasi die Farbe sofort wieder runter. Aber so von der Machart her sind die Figuren richtig gut. Und ja, also Playmat ist auch top. Ich kann mich also so materialtechnisch nie beschweren. Eine Sache fällt mir gerade ein. Ich glaube, dass die Kamera noch auf 1080p eingestellt ist und ich würde mal kurz auf 4K switchen. Okay. Was du sagst. So, jetzt sollten wir auch in 4K zu sehen sein. Sorry dafür. Ich wollte nämlich ganz kurz, wir haben gerade über die Miniaturen geredet und Miniaturen sind ja auch quasi das hier. Seht ihr jetzt nochmal. Das sind sonst alles Papptokens. Das sind die Gebäude. Verschiedene Arten von Gebäuden. Da gibt es Pyramiden, Tempel und Obeliske. Es gibt auch noch eine Erweiterung. Haben wir natürlich auch noch mit dabei. Da sind Sphinxen. Sphinxen, ist das die Mehrzahl ist korrekt wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung. Sphinxes. Sphinxes. Die Sphinxes. Und das Coole ist halt, haben wir hier mal sowas, ich glaube, das sind jetzt nicht genau, die passen doch hier. Ihr habt halt so eine Tokens dann dabei. Die sehen so aus. Und wenn ihr ein Gebäude übernehmt, dann stehen diese Gebäude auf der Map. Mal gucken, dass man das immer sieht. Wenn diese Gebäude stehen quasi auf der Map. Und ihr könnt hier eure Tokens, dass die euch gehören, reinklicken. Ich hoffe, man sieht das hier so halbwegs. Genau, aber jeder Gott hat eben eine spezifische Farbe. Genau. Und dementsprechend sind eben auch diese Tokens. Und die kann man da oben dann reinklipsen. Und das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne, wenn das alles Pappe wäre, wäre das wahrscheinlich nur halb so geil. Genau, nur halb so geil und halb so übersichtlich. Ich glaube, das ist vor allem hier, wenn jeder halt dann so eine Dinger übernimmt und die nur so aus Pappe da liegen, ne, dann ist die Übersicht halt wirklich wesentlich schlechter. Und ich glaube, das sagt sich jetzt im Nachhinein wirklich blöd, aber ich glaube, die Retail-Version würde ich von dem Spiel nicht haben wollen, weil bei Cool Mini Not, man kann es gut finden oder man kann es schlecht finden. Gibt es halt immer so viele Stretch-Games und Kickstarter-exklusive Sachen. Deswegen werden die Spiele auch immer so teuer auf dem Gebrauchtmarkt verkauft. Aber leider ist es halt so, dass es die Spiele oft besser macht. Das ist schade, weil man kann die Upgrade-Materialien nicht mal einfach nachkaufen. Also die könnten ja auch einfach einen Update-Pack dann rausbringen, ne? Mhm. Machen sie aber leider nicht. Also ist zumindest bisher noch nicht passiert. Dass ihr das wisst einfach. Also die Spielmaterialien sind extrem geil in der Kickstarter-Version. Man hat, wie gesagt, ganze Plastikzeug, ist halt ganze Plastikzeug. Die Miniaturen sind aber der Hammer. Ich schwenke noch ein bisschen über die Götter und so rüber, auch was Annika schon ein bisschen was bemalt hat. Das sieht wirklich cool aus. Sonst hat man, ja, was hat man sonst so, ne? Die Boards sind auch gut, wenn man die Upgrade-Materialien hat, aber man muss sie halt unterscheiden. Mehr müssen wir dazu eigentlich sagen, oder? Nee, mir fällt gerade... Fällt dir noch was ein? Mir ist gerade eingefallen, dass ja gar nicht alle Miniaturen in der Box drin sind, weil ja ganz viele bei uns... Ja, ist ja nicht so schlimm. Also wir werden jetzt nicht alle einzeln zeigen, das ist schon... So, wir kommen dann auch als nächstes zur Auf- und Abbauzeit, Annika. Das wird ein tolles Thema. Was sagst du zur Auf- und Abbauzeit? Naja, dazu muss man vielleicht sagen, dass man verschiedene Szenarien auswählen kann. Die sind in so einem Buch drin oder in der Anleitung. Oder ist das ein extra Buch? Ja, ist eine extra Szenario. Also da blättert man eben durch und dann sucht man sich sein Szenario aus. Und dann, ja, ich muss auch dazu sagen, dass das immer die Jungs gemacht haben. Ich habe gar nicht, also ich glaube, es war jetzt nie so krass kompliziert, oder? Nee, mir geht's aber darum, du hast 1000 Boxen. Ach so, darauf will ich hinaus. Das, okay, gut, das... den Wink mit dem Zaunfall habe ich leider nicht verstanden. Jetzt hast du es. Da hatte der Schlauch einen Knick. Na gut. Was ist eigentlich mit dir los? Das ist nie besonders gut, oder? Okay. Ja. Ich bin noch ein bisschen fertig. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Du weißt, worauf ich hinaus will. Genau, diese, es sind halt ganz viele Boxen. Und das nervt wirklich richtig hart, weil wir persönlich noch nie so einen Überblick haben, was genau jetzt wo drin ist. Selbst wenn du den Überblick hast, bringt es dir nichts, weil du musst fast, wenn du es aufmachst, musst du alles aufmachen. Du musst alles aufmachen das und dann hast du in den Boxen halt gerade bei den Miniaturen, du hast eben die Miniaturen nie in ihren Trays in den Boxen drin, sondern nochmal in so einer Pappschachtel. Das heißt, du musst die Box aufmachen, dann musst du diese Pappschachtel öffnen und dort dieses Tray rausziehen. Und das ist schon, das ist schon wirklich sehr anstrengend. Auch, also ich finde, Aufbau geht halt noch, weil du holst die Sachen ja noch raus und packst sie wieder in die Boxen. Wenn du es aber alles wieder zusammenräumen willst, jede Box machst du dreimal auf, dann hast du da noch was vergessen und da noch dann was hast, vergessen. Ich wollte sagen, wenn man nämlich noch was vergessen hat. Oh, es ist wirklich, also Auf- und Abbauzeit ist ein Graus. Dann wird es richtig scheiße. Also das war,
Ja, ich wüsste jetzt aber auch nie... Es gibt noch kein gutes Inlay und ich weiß auch nicht, wie man alles zusammenbekommen soll. Also das viele Spielmaterial ist da wirklich auch ein Nachteil. Man braucht auch nicht alles, da kommen wir aber später nochmal zu. Da wäre halt auch so eine Kiste geil, wie es sie bei Too Many Bones gibt. Ne? Ja, also das ist wirklich richtig, richtig nervig bei dem Spiel. Auch also man könnte sich natürlich so eine Kiste irgendwie selber bauen oder improvisieren, dass die ins Kallax passt, dann macht man da Fächer rein. Könnte man ja geil machen, wenn man jetzt wirklich sagt, man... finde das Spiel halt so cool, dass es einen nicht verlässt. Also wenn man da jetzt absoluter Ankh-Fan ist, glaube ich, kann man das machen. Ist dann halt so ein bisschen wie bei KDM, das ist halt so ein Bastelhobby dann. Und dann bastelt man sich dafür was. Ja. Viertelstunde, 20 Minuten braucht man so in dem Dreh. Und es ist genauso beim Abbauen tatsächlich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Kommen wir zur Erlernbarkeit. Wie findest du es erlernbar? Ich habe eigentlich fast immer die Regeln erklärt. Was sagst du, wie ist es, wenn man die Regeln... Also ich würde sagen, das war eigentlich ganz in Ordnung, oder von der Erklärung her. Ja. Wie sind die Regeln? So ist es schwer? Nee, ich finde, das ist eigentlich okay. Ist auch sehr logisch. Das mag ich persönlich ja immer ganz gerne, wenn die Zusammenhänge und die Regeln logisch sind und das nie einfach so eine Regel ist, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt und man fragt, warum und dann, naja, es ist halt so. Das kann ich persönlich immer nicht so leiden. Also ich finde es alles sehr logisch und man versteht es auch schnell. Also es gibt ja so Spiele, also hatten wir auch schon, ne, die haben wir erklärt bekommen und dann saß ich irgendwie so da und dachte so, ich hab jetzt hier irgendwie nur die Hälfte verstanden. Dann erschloss sich der Rest irgendwie so beim Spielen erst, aber bei Ankh war das nicht so. Also ist schon... Die Grundaktionen sind extrem einfach erklärt. Es gibt natürlich wieder ein paar kleine Regeln, die man wissen muss. Ja. Hat man aber die ersten zwei Runden gespielt, hat man alles verstanden. Eine Sache, die dann noch schwierig ist, ist diese Merge-Mechanik. Die kann man am Anfang eigentlich auch nicht so richtig erklären, weil die Leute ein paar Runden gespielt haben müssen, damit die verstehen können, dass man, wenn zum Beispiel denn später im Spiel, es gibt dann bestimmte Kampfrunden, die werden abgehandelt, später im Spiel tun sich die schlechtesten beiden zusammen. Und dann gibt es so ein bisschen veränderte Regeln. Die kann man aber am Anfang eigentlich nicht so richtig miterklären, weil es dann einfach zu viel wird. Also die Grundregeln sind ja ganz einfach. Man kann zwei Aktionen machen, rückt dann immer bestimmte Marker vor und eventuell wird noch ein Event ausgelöst, was andere Aktionen auslöst. Und dann muss man noch so ein paar Regeln erklären zu den, wie das sich verhält, wenn man angrenzend an einen steht oder sowas. Also der Fluss teilt zum Beispiel mal die Gebiete, ist der angrenzend oder nicht, das muss man erklären. Aber sonst ist das eigentlich vollkommen in Ordnung, denn das Gott-Dashboard, das ist bei allen gleich. Da kann man Sonderfähigkeiten freischalten. Die sind aber bei allen... Guck ins Licht. Die sind aber bei allen Göttern gleich. Diese normalen Fähigkeiten, die freischalten können. Das heißt, man kann sich auch ganz entspannt alles durchlesen. Da muss man nicht am Anfang alles machen. Und dann hat jeder Gott noch eine Sonderfähigkeit. Die sollte man am Anfang möglichst einmal vorlesen, wenn man halt zusammenspielt. Und dann kann man das aber auch miteinander dann quasi... rausfinden, was die Götter genau können. Aber das war es dann schon. Also ich finde, es ist sehr einfach erlernbar. Ich fand es bei Rising Sun irgendwie ein bisschen wurstiger. Also es war wurstiger. Ja, na gut, weil bei Rising Sun, das ist eben auch das, was Ankh ausmacht. Du hast eben nicht so 100 extra kleine Regeln. Das weiß ich nie, wenn du sagst, dann, wenn du noch Handstand machst und eine Rolle rückwärts, dann läuft die Figur so rum. Und so ist das ja bei Rising Sun. Also da gibt es ja noch ganz viele verschiedene andere Sachen, die dann da irgendwie noch eine Rolle spielen können und ganz viele Sonderregeln. Und bei Ankh ist das eben nicht so. Das ist halt nicht so, dass du... Relativ straightforward. Genau, das ist halt nicht so, dass du nach der ersten Runde schon wieder vergessen hast, was jetzt hier... Also dass du die Hälfte dann schon wieder vergessen hast oder ständig... dir bei deinem Zug irgendjemand sagt, nee, das geht aber nie, weil das musst du so und so machen. Also das ist schon gut. Ich finde, das ist für die Größe auch, die es hat und für diese ganzen Götter, die ja eben doch ihre Sonderfähigkeiten haben, darüber macht das Spiel eben spezifisch, über diese Sonderfähigkeiten und nie darüber, dass es halt insgesamt sehr komplex ist. Warum? Weil man das hört. Genau, ich finde es ganz witzig. Pebble, der liegt da wie so ein Kamel, systematisch sehr passend. Unser Kater übrigens, falls ihr nicht wisst, wer Pebble ist. Ja, also Erlernbarkeit haben wir gesagt. Anleitungen sage ich noch ganz kurz. Die habe ich halt gelesen. Ist gut geschrieben. Die anderen Anleitungen waren auch gut geschrieben. Ist nicht sonderlich dick. Kann man auch gut Sachen nachschlagen, wenn man nochmal was nachschauen will. Es gibt auch so Übersichtskärtchen, wo nochmal draufgeschrieben ist, was man machen kann in seinem Zug und wie die Kampfphase abläuft. Ist alles super easy beschrieben. Wir haben es halt auf Deutsch. Ich denke, das wird aber wieder... wir haben es halt auf Englisch. Ich denke, es wird aber auch wieder auf Deutsch rauskommen. Das macht aber auch nichts, weil das was... Also der größte Text, den du eigentlich hast, ist eben der Gott. Und wenn du den halt einmal verstanden hast, dann... Das stimmt. Ist das quasi nicht schlimm. Macht das nichts. Komplexität? Naja, also ich finde, allzu komplex ist es nie. Wenn man jetzt so vergleicht, ist es halt... Es ist halt relativ groß. Es ist halt... Ja, man hat halt... relativ viele Möglichkeiten, aber ich würde jetzt nie sagen, das ist halt unglaublich komplex. Man braucht eine Übersicht über das Board. Also es ist nicht extrem komplex, was man machen kann. Man sollte aber eine Übersicht haben, wer wo steht, wer was. Also es
Ich hatte eine gewisse Komplexität in dem Fall, dass man einfach sehen sollte, wer wo ist und wer was machen könnte. Das kann einfach verloren gehen, vor allem wenn es sehr viele Leute sind. Wir haben letztens zu viert gespielt, es war die letzte Kampfrunde und wir waren drei Jungs, Annika war und Annika sozusagen, und wir drei Jungs haben aber einfach nicht gesehen, dass Annika in einem Gebiet ganz alleine stand. Ja, wir haben es einfach alle übersehen. Ja, weil die sich halt die ganze Zeit mit sich beschäftigt, ja, genau, haben. Und ich habe das auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Ich dachte, ach, ja, verhältst du dich ruhig, ist alles prima. Na, das hat keiner mitgekriegt. Genau, und Annika hat dadurch dann gewonnen, weil dieses Gebiet abgehandelt wurde. Und ich habe da dann nochmal schön abgesandt und in dem Gebiet. Und das war schon... Ja, also da muss man halt ein bisschen drauf achten. Was ich manchmal... Also wir hatten auch schon eine Partie, da hatten wir ganz viele Karawanen. Also da war das... Achso, ich mache schon wieder so. Da war das Gebiet sehr, sehr weit, sehr kleinteilig. Und da hatte ich dann ein bisschen Schwierigkeiten, nochmal zu sehen, wer wo steht. Gerade wenn man mit diesem Gott spielt, der dieses Krokodil, ne, was auch im Wasser stehen kann, da wird es dann ein bisschen schwierig, weil da kann man dann manchmal schlecht sehen, was wo noch dazugehört. Aber das ist ja eher, wie gesagt, das ist eher die Übersicht. Das hat ja nichts mit Komplexität zu tun unbedingt. Also es ist so mittelmäßig komplex, würde ich sagen. Es ist aber nicht so, dass es extrem anstrengend, wie du halt bei einem... Lacerda hast oder so, also on Master, dann kannst du es überhaupt nicht vergleichen. Ist halt auch kein Eurogame. Ist halt ein Area Control mit ein paar coolen Mechaniken, was aber nie zu komplex wird. Also ich finde die Komplexität sehr angenehm. Ist eigentlich genau, also für das, was es ist, eigentlich genau richtig. Ja, Glücksfaktor, würde ich mal kurz was zu sagen. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei dem Spiel der Glücksfaktor eine sehr große Rolle spielt. Man hat dann, also ich habe Leute gehabt, die das zum Beispiel nicht gut fanden, die haben gesagt, ja... Die haben zwar nicht von Glück geredet so grundsätzlich, aber die haben gesagt, ja, irgendwie ist es halt so, dass ich diese Events nie auslösen kann, weil die Events, wenn man die auslöst, die zählen dann immer nur für einen selber. Meistens, nicht immer. Ja. Und wenn dann Leute gar nicht drankommen, das ist natürlich aber auch eigentlich kein Glück, weil es ist ja natürlich ein abgezähltes Ding, wer was genau macht. Man kann das schon beeinflussen und sonst hast du eigentlich, was hast du an Glück drin? Selbst das mit dem Bieten ist kein Glück. Nee, der Kampf ist extrem strategisch. Ja. Das ist kein Glück auf jeden Fall. Also... Das ist Glück insofern halt, dass wenn du mit mehreren Leuten spielst, dass der sich dumm anstellt, dass der sich einer vielleicht irgendwie nicht so gut anstellt und vielleicht dann einer jetzt seine Guardians auf den anderen loslässt und nicht auf dich. Ja, aber sonst überlegt man. Aber ansonsten hast du nie wirklich viel Glück. Nee, es ist ein sehr, sehr strategisches Spiel, wo man viel mit dem Gegner spielen kann. Also wenn man sich wirklich, man muss halt von sich ein bisschen reindenken, was könnte der machen. Und wenn man das halt gut macht, dann kommt man auch gut voran. Auch gerade bei den Karten, ne? Du musst eben dann noch schauen. Mach weiter, alles gut. Du musst halt eben auch schauen, ne? Wo hat der Gegner jetzt seine Figuren stehen, weil du hast halt auch Karten. Da geht es eben darum, ob die eben nun in der Wüste stehen oder im Sumpf und so. Ne? Da kann man auch so ein bisschen schauen, wo hat er jetzt seine Soldaten quasi stehen und welche Karte könnte er jetzt spielen. Also es ist vielleicht, ja, na gut, hinsichtlich des Spielens der Karten vielleicht so ein bisschen Glück. Nee, finde ich, find ich nicht, weil du hast ja, jeder hat die gleichen Karten, das ist halt kein Glück, das ist halt Berechnung. Ja, na gut, ja, Berechnung, aber naja, so ein bisschen Zufall ist es vielleicht dann schon. Finde ich nicht, dass es Zufall ist. Also da ist es wirklich sehr berechnend, weil wenn man halt scheiße spielt, dann verliert man bei dem Spiel auch sehr schnell, auf jeden Fall. Ja gut, aber das ist ja immer so. Ja, naja, gut, aber es gibt ja auch Sachen, wo du einfach nur extrem Glück haben kannst. Kniffel zum Beispiel. Genau, bei Kniffel kannst du einfach extrem Glück haben. Und dann bist du einfach gut. Ne? Das ist dann halt einfach so. Spielerinteraktion. Wie ist die Spielerinteraktion? Ja, schon hoch. Also. Ja, es geht ja kaum höher. Ein Area-Control-Spiel. Spielerinteraktion ist einfach extrem hoch, finde ich. Also. Ja, finde ich, ist also mit einer der Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, ist das mit dieser Merge-Aktion. Die finde ich eigentlich, ich finde die vom Prinzip her gut. Aber du musst dich ja trotzdem auch besprechen. Und wenn du jetzt die erste oder die zweite Runde mit dem, also das Spiel spielst und alle noch nie so richtig wissen, also und alle jetzt noch nie die absoluten Profis sind, was das Spiel angeht, ist es noch okay. Aber ich finde, wenn man es dann zum, weiß ich nicht, 10. Mal spielst und du merchst da, du kannst da eigentlich wirklich, musst du aufpassen, wie laut du dich unterhältst, weil die anderen hören natürlich alles. Und wenn du dann natürlich, weiß ich nicht, einen Mitspieler hast, der so übelst auf Sieg getrimmt ist und dahingehend auch dann klassisch ist, der hört das natürlich alles mit und der kann es ja dann genau so ausrichten. Das finde ich... Genau, man setzt sich nämlich eigentlich nicht um, das muss man sagen. Ja, also man bleibt wirklich so sitzen, wie man ist. Ja, und das ist so ein bisschen... Ja gut, aber... Ist halt die Frage, man kann ja nicht rausgehen. Kann man nicht. Das ist ein Kritikpunkt, den ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ich war noch nicht gemerged. Nee. Wir hatten jetzt, also wir hatten auch schon mehrmals Glück, dass die Leute nebeneinander saßen. Und dann war es echt cool, weil man hat auch das Gefühl gehabt, will ich gleich mal dazu loswerden, dann kommen wir nochmal später zu. Die haben auch wirklich zusammen, die haben gut zusammengespielt und haben sich dann wirklich beraten, was machen wir jetzt? Da hast du natürlich nochmal einen Blick mehr. Ne? Ach nee, aber der hat das da und der hat das da, das ist ganz cool. Ja, aber es ist halt trotzdem, also selbst wenn du zusammensitzt, du willst ja trotzdem auch so ein bisschen zeigen, wo schicken wir jetzt vielleicht wen hin.
das ist schon auch trotzdem so ein bisschen ein Nachteil, finde ich. Aber gut, ich wüsste jetzt halt nie, wie man das anders lösen könnte. Ja. Aber Spielinteraktion ist extrem hoch. Ja, du achtest immer was darauf, was die anderen machen. Du musst dein Spiel darauf ausrichten, was die anderen machen. Und du passt dich auch ständig an. Viel mehr Spielinteraktion bei so einem Spiel kann man eigentlich nicht erwarten, finde ich, ist top. Ja. Dann kommen wir auch schon zu unserer Meinung. Willst du anfangen mit deiner Meinung zum Spiel, grundsätzlich? Mhm. Also ich muss sagen, ich finde auf jeden Fall, also fast von den drei Spielen, die wir jetzt eben genannt haben, also Ankh, Rising Sun und Blood Rage, finde ich eigentlich Ankh fast am besten, muss ich sagen. Mhm. Also weil es mich vom, na gut, Blood Rage spricht mich vom Thema her auch an, aber ich weiß nicht, mir hat es bisher irgendwie immer mehr Spaß gemacht, als auch gerade weil es halt so übersichtlich ist. Es hat halt so eine Übersichtlichkeit. Ich mag auch die Karte mehr, aber vielleicht einfach, weil die Farben so ein bisschen freundlicher sind, kann sein. Als was bei, magst du jetzt mehr? Die Karte mag ich bei Ankh auch mehr, okay. Also die Playmat, aber vielleicht hat das einfach was mit den Farbtönen zu tun, weil bei Blood Rage ist halt alles so ein bisschen dunkel und bei Ankh siehst du eben auch mal mehr. Ne? Da ist eben die Wüste im Sumpf und so ist alles ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Genau, und es ist halt unglaublich übersichtlich, das mag ich halt sehr gern. Und es ist eben nichts, wo du am Tisch sitzt und dir übst der Kopf rum. Das ist zwar trotzdem anstrengend, man muss sich auch konzentrieren, man muss auch nachdenken. Es dauert vor allem auch ein bisschen. Es dauert auch ein bisschen, aber es ist jetzt nie so der absolute Brecher. Und also finde ich, ist wirklich genau richtig. Ja, die zwei Kritikpunkte, die ich gesagt hatte, eben das mit dem Merchen, dass man da sich, naja, schlecht so direkt kommunikativ ansprechen kann, ja, ist halt schwierig. Und das, was ich auch noch nie so mag, ist das mit dem Bieten. Diese Mechanik, die gibt's ja bei Rising Sun auch. Genau, es gibt, da ist bei Rising Sun ist alles drauf ausgerichtet, ja, das hat uns aber genervt. Ja, genau, das fand ich richtig blöd bei Rising Sun. Ich will es nur ganz kurz erklären, es gibt im Kampf eine Aktion, eine Karte, die du legen kannst und dann müssen Leute quasi ihre Follower. Also das Geld, das ist quasi das Geld, die Follower. Das ist quasi die Währung. Follower ist die Währung. Die müsst ihr bieten und der quasi am meisten geboten hat, der behält seine Einheiten, der Rest wird getötet. Beim allerersten Mal hat sich extrem angekotzt, aber es wurde später besser, wesentlich besser, fand ich. Ja, es wurde auch besser, aber ich finde trotzdem, es ist eben so, die Einheiten sind halt weg und das ist noch vor dem Kampf. Also da ist der Kampf noch gar nicht gespielt und ich finde, das könnte man, also klar, du kannst beobachten, wie viel Geld die anderen haben. Also du musst da nicht, das ist ja nie geheim. Ne? Du bietest zwar geheim, aber du weißt ja im Prinzip, wie viel Geld die anderen so haben während des Kampfes. Du weißt ja auch, wenn das jetzt, weiß ich nicht, wenn wir jetzt schon 7 Gebiete haben und die Karte wird nun im Gebiet 1 gespielt, dann weißt du ja auch, dass die anderen auch so ein bisschen haushalten müssen mit ihrem Geld. Genau, dass sie wahrscheinlich nicht alle mit einmal spielen. Genau, dass die nie alles, dass die quasi nie all in gehen. Aber ich finde trotzdem, dass der gewinnt, also dass dann alle anderen, also von den Verlierern quasi alle Figuren sterben, das finde ich irgendwie doof. Also ich finde, das könnte auch irgendwie so sein, dass die dann Kampfstärke nochmal dazu, kriegen oder so nochmal. Oder eben die Kampfstärke reduziert wird. Also irgendwie so ein Mittelweg. Weil ich finde das irgendwie, finde ich das doof. Also mir gefällt das nie mit diesen Bieten. Ist ja in Ordnung. Also es ist einfach so ein persönliches Ding. Ich finde, das könnte man halt irgendwie auch auf dem Mittelweg lösen. Ja, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendwas habe, was ich doof finde. Aber dann würde ich ganz kurz nochmal weitermachen, wenn du noch was einfällt, sagst du es halt noch. Also mir gefällt Ankh sehr gut. Es hat mir mit den, je mehr Partien wir jetzt gespielt haben, noch besser gefallen als direkt am Anfang. Was ich sagen muss, Blood Rage ist nochmal eine Stufe einfacher. Ja, ist einfacher. Blood Rage ist schon einfacher, aber bei mir ist es, ich kann es auch nicht sagen, ob ich Blood Rage oder Ankh besser finde. Ich glaube, ich habe Ankh jetzt mittlerweile auch mehr gespielt als Blood Rage. Ich habe Blood Rage noch nicht so oft gespielt. Ich mag es auch, ich finde auch das Setting extrem geil. Wir haben aber leider nicht das Kickstarter-Material und auch nicht, es ist. Wo wir wieder bei Kickstarter. Ja, das gab es dann nämlich genauso und da kommst du quasi nicht. Also, wir haben schon diese Erweiterung mit diese Vikings-Pledgebox, wie auch immer die hieß, aber halt einige Sachen nicht. Aber das macht das Spiel jetzt eigentlich nicht schlechter. Aber Ankh hat irgendwie, ich weiß nicht, es hat mit diesen verschiedenen Mechaniken, die gemischt sind. Also, bei Rising Sun fand ich das Beaten, das man die ganze Zeit macht, fand ich extrem anstrengend. Hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Hier hast du eine Karte drin, wo teilweise geboten wird. Das ist so eine Mischung daraus. Was das Rising Sun die ganze Zeit war, hast du hier nur einmal so drin als taktisches Element, was mir viel besser gefällt als jetzt bei Rising Sun. Wir können ja sagen, Rising Sun sieht bei uns aus. Also sieht aus, ist immer so dumm. Also wer Bedarf hat, wer Bedarf hat, wir verkaufen das auf jeden Fall. Genau, wir verkaufen Rising Sun mit der Daimyo-Box zusammen. Es ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, aber uns ist es
Rising Sun zu unübersichtlich, dadurch, dass du keine Begrenzung hast, wie viele Monster in einem Gebiet stehen können. Du siehst teilweise die Monster gar nicht, haben wir schon öfter erwähnt. Weil die so unterschiedlich groß sind. Klein, übelst groß. Und hier hast du in jedem von diesen Hexfeldern, darf nur ein Monster, ein Gott oder ein Gebäude stehen. Dadurch ist es viel aufgeräumter und übersichtlicher. Also das macht sehr, sehr viel aus. Und ja, diese Einfachheit ist auch das, was mir an Angst so gut gefällt. Du hast halt die Möglichkeit, aus 4 Aktionen auszuwählen. Die sind so untereinander. Und wenn du eine von den unteren gemacht hast, darfst du auch die da drüber nicht mehr machen. Das heißt, es schließt sich auch so ein bisschen gegenseitig aus. Und dann kannst du halt wirklich taktieren und sagst so, löse ich jetzt das Event aus, nur damit der andere es nicht bekommt, obwohl ich es eigentlich gar nicht selber brauche. Das sind so wirklich coole, kleine Sachen. Und wenn man niemanden hat, der extrem lange überlegt, dann ist es ein zügiges Spiel. Also wir haben zwar immer relativ lange gebraucht, also so 2,5-3 Stunden braucht man schon zu viert oder zu fünft. Aber es ist wirklich so, dass es sich schon flott dann noch runterspielt. Also ziemlich cool. Ja, man muss dazu auch eher sagen, also wenn wir uns jetzt zum Spielen treffen, in den Runden, in denen wir da immer so zusammen sind, wir kommen ja nie, setzen uns hin, spielen und gehen. Wir sprechen manchmal auch miteinander. Ja, ja. Und dann wird eben doch zwischendurch mal gequatscht oder was gegessen. Also der kann es halt darüber auch einfach sich ein bisschen in die Länge ziehen. Eine Spielzeit kann man das schon schnell runterspielen. Genau, das mit den 1000 Kisten ist halt noch so ein bisschen ein Kritikpunkt, das ist halt einfach nervig. Aber wir können ja mal nur so von der Grundbox erstmal ausgehen, weil wir haben auch die Pharaonenerweiterung, ist die eine große Erweiterung, die haben wir nur einmal, wir haben es einfach zu zweit gespielt, hat uns nicht gefallen. Aber zu zweit ist die, glaube ich, auch jetzt los. Genau, wir haben die Pharaonenerweiterung zu zweit reingenommen. Ich würde es jetzt auf jeden Fall nochmal mit mehr Leuten reinnehmen, aber da fand ich es irgendwie sinnlos, also das war blöd mit diesen Mehrheiten, es gab schon sehr viele Optionen, da wurde das Spiel auch nochmal um einiges. Da hat es länger gedauert zu entscheiden, was man machen will. Ja, aber es ist halt so, du stellst dort eben deine Priester rein und wenn du eben nur zu zweit bist und ich sehe jetzt, Gordon stellt halt einen rein und ich denke mir, ja geil, stellst du halt zwei rein. Ja, genau. So. Und dann ist es halt, also das ist echt sinnlos dann. Also das war, also zu zweit ist es, glaube ich, nicht so cool. Ja, müssen wir mit mehr mal probieren. Aber bisher, ich will es einmal gezeigt haben. Das ist die Pharaonenerweiterung. Es gibt ein extra Board, was dazu kommt. Die Playmat ist übrigens sehr cool, die haben wir nämlich auch dazu. Da ist es mit integriert auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Und dann habt ihr quasi, es ist so ein bisschen wie bei Rising Sun und Bloodbath, man merkt diese Gemeinsamkeiten. Da gibt es ja dann auch, das sind wieder Leute, die ihr in ein anderes Gebiet stellt, wo ihr so ein bisschen noch Karten von dem Deck ziehen könnt. Da kriegt ihr Zusatzaktionen. Also das macht das Spiel dann auch ein bisschen komplexer. Und dann gibt es diesen goldenen Pharao, da gibt es verschiedene Karten, die dem Pharao dann andere Fähigkeiten gibt, je nachdem, mit welcher Variante man spielt. Und dann gibt es hier, wie wir auch gesagt haben, noch so ein relativ großes Deck mit Karten, wo einfach Spezialfähigkeiten drauf sind. Auch teilweise sehr mächtige Spezialfähigkeiten. Probieren wir mal noch ein bisschen mehr aus. Das meiste, was wir jetzt aber gerade gesagt haben, ist das Grundspiel gewesen. Also wir haben das meiste so mit dem Grundspiel gespielt, natürlich mit den ganzen Upgrades, aber... Einfach so eine Delle hier drin. Aber das Grundsätzliche ist so, dass die vom reinen Content, also so rein vom Spielinhalt, haben wir das Grundspiel die meiste Zeit gespielt und fanden es wirklich sehr, sehr cool. Also ihr merkt, wir sind sehr positiv, also ich sag schon fast positiv überrascht, weil bevor es dann kam, habe ich so gedacht, oh Gott, wir haben das All-In genommen. Dann habe ich gesehen, was die Leute für Boxen kommen und dachte, ey, das ist ja völlig überflüssig. Vor allem die Miniaturen. Ich habe gesagt, wenn wir diese Miniaturen, es gibt ja so den Spruch, ne, jemand, der Miniaturen bemalt, der stirbt, wenn er seine letzte Figur angemalt hat, dann stirbt er erst. Aber ich habe so gedacht, ey, wer soll denn diese ganzen Miniaturen anmalen? Wenn ich damit durch bin, ich fasse nie wieder einen Pinsel an. Wahrscheinlich hat man dann gar keinen Bock mehr. Ja. Aber bisher geht's noch. Gut, dann gehen wir einmal ganz kurz durch, was es gibt vom Spiel, damit wir das einmal abgefrühstückt haben. Und dann sind wir eigentlich auch gleich fertig. Warte, du kannst anfangen. Also es gibt das Grundspiel, ne? Genau, ich weiß ja jetzt nie, in welcher Reihenfolge man das... Wir machen einfach Grundspiel. So, das ist das Grundspiel, so sieht das aus. Ich zeige euch das noch einmal so hier in der Obenansicht. Der Deckel ist falsch umdrauf geworden. Ist scheißegal. Nee, das geht nicht. Ist jetzt egal. So, das ist das Grundspiel. Das bekommt ihr im Retail. Das ist, also so wie man es so bekommt, haben wir es auch bekommen grundsätzlich, denn die ganzen Stretch Goals, Plastisachen sind halt in der Erweiterung drin. So, Grundspiel. Das ist dieses Upgrade mit den dicken Pappen. Und noch ein bisschen extra Material. Also habt ihr quasi diese ganzen Plastikchips drin. Das hier ist nicht extra, aber diese Plastikchips und so einmal wechseln. Die dünnen Pappen gar nicht mit dem Vergleich. Nee, genau. Also die dünnen Pappen sind aber so wie bei Blood Rage und so. Ja. Dann seht ihr hier, ne, so ausgestanzte Bögen sind das dann. Genau, das meinte ich mit, das ist eigentlich eine Double Layer, weil du hast es ja quasi dann auf dem Tisch, aber es ist ähnlich. Also der Effekt ist derselbe. Ich glaube, die gibt es natürlich, die sind wieder Kickstarter Exclusive. Ja, ich mach's gleich gar nicht, wenn wir jetzt noch nicht so viel Zeit verlieren. Aber wir müssen ja auch fertig werden. Dann ist hier etwas, was man gar nicht braucht, ich sagen. Das haben wir einfach nur drin gehabt, weil das All-In-Paket einfach günstiger war. Das Guardian-Set. Ihr kriegt noch mehr Guardians dazu. Aber
kauft das nicht. Ich glaube, das kann man bestimmt auch so kaufen, das lohnt sich aber überhaupt nicht. Es gibt genug Guardians, es sind zwar coole Figuren bei, aber ihr habt so viele coole Figuren im Spiel. Ich hab auch schon drauf, wer hat denn das immer? Dann habt ihr hier eine Erweiterung. Das sind extra Götter. Da habt ihr nochmal 4 oder 5 Götter. Das ist was, das braucht ihr auch nicht. Also eigentlich braucht ihr am Anfang wirklich nur das Grundspiel. Ihr habt ja noch mehr Varianz drin. Sind auch coole Fähigkeiten drin, richtig geile Figuren. Das wollte ich halt unbedingt dazu nehmen, weil ich diese Figuren so cool fand. Das können wir links dann kurz mal aufmachen. Da war ich wirklich sehr begeistert von. Also ihr seht auch hier, ich mache es jetzt nicht noch weiter auf. Hier allein schon diese Figur ist einfach der Oberhammer. Also wirklich richtig, richtig cool. Ich sag mal so, für Leute, die jetzt das Spiel wirklich hoch und runter spielen, ist das schon was, weil dann hast du halt, wie Gordon schon gesagt hat, einfach mehr Varianz drin. Dann hast du eben nicht nach einer Runde die ganzen normalen Götter schon durch, sondern kannst dann eben noch aufstocken. Genau. Dann, die Erweiterung, die es auch im Retail zu kaufen geben wird, ist die Pharaonen-Erweiterung. Wir haben jetzt schon gesagt, wir haben es nur zu zweit einmal gespielt, da fanden wir es so mittel, aber ich sehe schon Potenzial darin, dass es zu viel auch ziemlich geil sein kann. Ich glaube, mit mehr Leuten ist das cooler. Genau. Da habt ihr halt die Pharaonen noch zu. Und dann das, was halt scheiße ist eigentlich zu erwähnen, ich mach's einfach mal. Also wirklich, diese ganze Box hier ist komplett einfach Kickstarter-exklusives Gratis-Material, was quasi dazu freigeschaltet wurde, weil das Spiel halt ein paar Millionen eingebracht hat. Wir haben es ja gerade gezeigt, ihr habt hier extra Guardians drin, ihr habt hier extra Figuren für die ganzen Gebäude drin. Ach ja, also das ist wirklich schade, dass es sowas dann auch nicht einfach als Upgrade nochmal zu kaufen gibt. Und das ist halt auch das, wo die Leute so extrem freche Preise dafür verlangen. Guckt einfach mal, es geben so viele Leute einfach ab. Wartet ein bisschen ab, wenn ihr das unbedingt braucht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Guckt aber, dass ihr nicht so extrem viel Geld dafür ausgibt. Ja, wir hatten das auch bei Blood Rage, ne? Bei dem einen, da wo es irgendwie die Figuren im Kickstarter gab, es irgendwie gratis dazu und der hat da pro Figur irgendwie einen Fuffi verlangt. Ja, das ist einfach übertrieben. Unsere Meinung ist, sowas finde ich einfach frech. Aber es gibt so einen solchen. Ja, hatten wir bei der Messe auch, ne? Da hat auch Arche Nova jemand zwar ausverkauft, dann irgendwie am zweiten oder dritten Tag und dann. Hat es schon einer bei eBay drin für 150 Euro und ich habe mir so gedacht, warum denn? Also auf die Idee würde ich auch nie mal kommen. Also im Leben nie. Ich finde, es ist einfach die größte Dreistigkeit der Welt, sowas zu machen und es ist auch einfach richtig, richtig asozial, weil es gibt halt auch, was war das jetzt? Ich glaube, wir haben das Aufnahmelimit erreicht. Also sorry für die kurze Unterbrechung, der Kamera-Akku war leer. Klopfen. Wir kommen jetzt noch zu unserer letzten Frage. Für wen ist das Spiel was? Was würdest du sagen, für wen ist das Spiel was? Also, jetzt für Anfänger vielleicht nicht. Also, es wäre jetzt, glaube ich, kein Spiel für Nichtspieler als erstes Spiel. Es ist nicht so einstiegsvoll wie Blood Rage. Das ist noch einfacher zu verstehen. Genau, also es ist nicht unbedingt kein Anfängerspiel unbedingt. Aber es ist jetzt auch nie unbedingt ein Expertenspiel. Also für viele Spieler, die halt auf Area Control stehen. Genau, also es ist wirklich durch und durch ein Area Control Spiel. Wenn man das nicht mag, sollte man es vielleicht nicht spielen. Ja, definitiv. Ja. Genau, aber ansonsten, ja. Ich finde, man kann es, ich sehe schon, du bist ein bisschen überfordert mit der Frage, man kann es auf jeden Fall schon vielen Leuten empfehlen, finde ich. Das war bei Rising Sun nicht der Fall, weil dieser Beat-Mechanismus, es gibt ja Spiele, die nur auch so Beat-Mechanismen, Kuhhandel oder sowas, drauf aufbauen. Kuhhandel. Ja, was denn? Ist das so? Und wenn du halt einen Beat-Mechanismus nicht magst, dann bist du bei Rising Sun extrem falsch, weil es ist ja nur, die ganzen Kampfphasen werden so abgehandelt. Und hier ist es aber so, dass zwar Beat mit drin ist, aber das ist halt so ein taktisches Element. Also es ist auf jeden Fall was für Leute, die auch Bock haben, wirklich taktisch versuchen, den Gegner auszuspielen. Vor allem in den Kampfphasen versuchen, den Gegner zu lesen, was könnte er jetzt spielen. Es gibt auch tatsächlich einen Gott, der darauf aus ist, vorherzusagen, was der Gegner jetzt für eine Kampfkarte spielt. Das hat Olli, Gruß geht raus, in dem allerersten Spiel, das er gespielt hat, gespielt. Da ist es, glaube ich, nicht so einfach, weil man muss das Spiel ein bisschen besser kennen, damit man das voraussagen kann. Aber es gibt auch schon wirklich, es gibt wirklich viele verschiedene Götter, die das Spiel auch immer ein bisschen anders machen. Aber es ist nicht so, dass es so extrem anders ist. Deswegen finde ich es, haben wir schon gesagt, eine sehr angenehme Komplexität. Also für jeden, der schon ein bisschen fortgeschritten ist und von Area Control nicht abgeneigt ist, und auf geile Minis steht. Weil die Minis sind richtig geil. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand das ägyptische Thema gar nicht so geil. Ich bin nicht so der ägyptische Fan, ja, wie auch immer. Okay, da fand ich Blood Rage vom Thema eigentlich viel, viel cooler. Ja. Aber es ist ein geiles Spiel. Wir werden es auf jeden Fall behalten. Rising Sun werden wir verkaufen. Blood Rage behalten wir trotzdem erstmal noch. Wenn jemand von euch
weiß, wo es ein geiles Inlay für angibt oder irgendwie selber gerade eins designt oder so, sagt mal Bescheid. Ich habe schon mal angefangen, aber irgendwie, ich finde die Zeit dazu nicht. Geben wird es auch noch keins, oder? Wahrscheinlich gibt es noch keins, aber das wäre wirklich was, das bräuchte man wirklich. Also ein Inlay besorgen. Also zumindest, dass diese Plastitrays da rauskommen, weil die machen es wirklich schwer. Wenn du zumindest ein Inlay drin hast, dann geht das, glaube ich, auch alles zügiger. Aber dieses Rausziehen und dann ist wie bei so einer russischen, wie heißt das, Matroschka? Mhm. Dass du dann die eine Pappbox in der anderen und die musst du wieder aufmachen und da ist dann wieder was drin. Also das ist schon wirklich anstrengend, aber ja. Also kurz zusammengefasst, wir sind positiv überrascht worden von dem Spiel. Bisschen ärgerlich, weil jetzt müssen wir alle Figuren bemalen. Das dauert auf jeden Fall seine Zeit. Ich habe auch tatsächlich am Anfang gesagt, hoffentlich gefällt es uns. Genau, hoffentlich gefällt es uns nicht, aber uns gefällt es, wir werden es behalten. Und gutes Spiel, sehr gutes Spiel. Kaufempfehlung von uns für erstmal die Grundbox. Schaut es euch mal an. Ja, das soll es gewesen sein. Was sagt, jetzt fällt mir eigentlich eine dumme Frage aus, denn fällt dir eine coole Frage ein, die man den Leuten stellen kann? Ich wollte gerade sagen, GG, good game. Das ist wirklich eine geile. Wir nehmen keine Videos mehr abends um 21.30 Uhr auf. Schon ein bisschen durch. Gut, wir sind halt, man muss auch sagen, wir sind halt sehr, sehr früh aufgestanden, sind hier zum Studio gefahren, aber auch egal. Ja, mir fällt es ein. Welches von den drei Spielen findet ihr am besten? Von den drei, von Blood Rage, Rising Sun und Ankh. Was sagt ihr, was ist das coolste Spiel davon? Oder sagt ihr, ihr müsst euch unbedingt dieses ganz bestimmte Area Control Spiel angucken, weil wir haben jetzt auch, wie hieß das? Wie hieß das Spiel? Tyrannus Unterreichs? Haben wir uns angeguckt. Ja. Auch war ein echt cooles Spiel, ist ja auch so, ja doch, schon Area Control, mit ein paar anderen Mechanismen, Deckbuilding natürlich drin. Großer Teil ist Deckbuilding bei dem Spiel, aber trotzdem ist ja auch Area Control drin. Also, mir macht so ein, ich kann es nicht nochmal dieses Area Control, macht mir grundsätzlich Spaß. Also wenn ihr da coole Empfehlungen habt, außer Kemet, ich finde ich irgendwie persönlich nicht so hübsch, das Spiel. Ich habe schon viel gehört, die haben gesagt, das ist zwar cool, aber irgendwie gefällt mir. Das würde ich mal mitspielen, aber nicht kaufen. Ich habe auf dem Liga-Wochenende ein paar Mal stehen sehen, glaube ich. Ja, genau. Ja, das soll es so gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ganz wichtig, es gibt bei uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, eine Kanalmitgliedschaft. Ich wollte es mal einmal so ein bisschen öfter erwähnen, habe ich heute gesagt. Das muss ich mir mal mit hier in unser Sheet schreiben, dass wir es nicht vergessen. Also wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Link unten in der Beschreibung bei der Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr die Videos früher sehen. Es gibt noch ein, zwei andere Perks, die nach und nach auch noch freigeschaltet werden. Also danke fürs Reinschauen. Was lachst du eigentlich so? Ich wollte gerade irgendwas Blödes sagen. Okay, ich okay. Dann soll ich es auch? Bis, nein, nein, nein. Lass es einfach. Bis zum nächsten Mal bei Miepel. Okay. Ciao. Ich wollte noch sagen, da gibt es exklusive Nacktbilder von Gordon. Das ist super, also echt geil. Toll. Ha ha.